Moin Leute, hier euer Bangsound und es geht weiter mit einer neuen Runde Let's Play Orcs Must Die 2. Heute die neunte Mission namens Durchgänge. In dieser Runde werde ich euch mal das Eisamulett zeigen, was ich in der letzten Runde bekommen habe. Die Münzpresse, mit der ich mehr Knete bekomme, wenn die Gegner drauf sterben. Und worauf ich mich am meisten freue, ist die Schwungkeule. So, wir haben hier eins, zwei und hier hinten ist sogar noch ein drittes Holztor, wo die Gegner rausströmen, um mich fertig zu machen und beziehungsweise versuchen, in diese dicke Spalte zu kommen. Sie können hier oben überall noch langlaufen, das wissen wir zu verhindern, indem wir einfach mal hier und dort eine Barrikade setzen. Und insgesamt werde ich mich hier vorne aufbauen, nennen wir es mal einfach unsere Main- oder Homebase. So, hier noch einen Bodenflammer, dort einen Bodenflammer, das gleiche auf der anderen Seite. Und dann kann das Ganze hier auch schon genüsslich starten. Ich glaube, ich werde mal hier und dort eine Pfeilwand setzen, dann ist die Knete auch weg. Normalerweise geben die kleinen Orks, hier die leichten Ork-Krieger, wie sie ja genannt werden möchten, 10 Punkte bzw. Knete, Money, Bugs, wie auch immer ihr es nennt. Jetzt auf der Münzpresse gibt es fette 15 Punkte. Für alle, die nicht rechnen können, Leute, das sind 50% mehr. So. Leute, ich habe euch schon mal gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei und solltet ihr es versuchen, kriegt ihr einen in die Fresse. Und das war schon damals bei Papi so. Wer nicht hören will, der muss halt. Genau. So, und ein dicker Kombo. Und in die Fresse gibt es. Zack, hier, die geben sogar 22 Punkte. Sehr schön. Und da ist der letzte. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Wave. Schnell nach hier vorne, um hier hinten mal gleich Barrikaden zu setzen. Ein Glück, dass Orks nicht springen können. Und hier unten. Die Orks gehören mir. Ja, ein Bodenflammer, einen zweiten. Um die Pioneers nachher davon abzuhalten, die Barrikaden zu zerstören. Ich ziehe mich wieder zurück in meine dicke Main Base und werde noch ein bisschen Geld scheffeln. So. Ja, Leute, das wird so nichts. Genau. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Pumpgun immer noch so mit am besten. Obwohl ich, glaube ich, mal in der nächsten Runde euch die Armbrust zeigen werde. Für alle, die den ersten Teil gespielt haben, Nonplusultra in den ersten Teil. Hier so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ganz einfach, weil die Pumpgun wirklich stark geworden ist. So, und jetzt mal schnell beeilen hier oben. Zwei Barrikaden hinsetzen. Und eine Fallwand. Zack, da habe ich euch gleich mal weggesnackt. Und hier eine Bodenfalle, dort eine Bodenfalle und zurück, weil hier hinten wird auch irgendwas angegriffen. Und darauf habe ich absolut gar keine Lust. Sind sie durchgekommen? Nein, sind sie zum Glück nicht. So, dann geht's wieder hier ab in unsere Mainbase. Erstmal ein Pöttchen stibitzen oder schnabulieren und braten. Und dann heißt es wieder Gegner meschen. Geil! Denn ich mag dieses Spiel einfach. Einfach stupide Orks schnetzeln, Fresse ballern, umbringen, zerfetzen lassen. Das ist das, was ich eigentlich auch beruflich machen könnte. Den ganzen Tag mit einer Pumpgun rumlaufen und dicke, fette Orks töten. Der Magier hier, der lebt wirklich meinen Traum. Aber es geht hier auch gleich ab in die nächste Wave. Wir haben hier insgesamt 12 Wellen. Und ja, die vierte haben wir schon geschafft. Ich werde mich hier ein bisschen aufbauen. Und was ich jetzt auch mal machen werde, ich hole mal meinen dicken Schwengel raus und werde hier auch gleich mal zwei hinsetzen. Denn die Teile sind wirklich geil. Eieiei, Pioniere und Archer. Aber die werde ich schon in die
Knie zwingen. So. Na komm her, komm her. Genau so, tänzen, dummer Ork. Und es, ihr dummen Elementus, ich hasse euch hier ganz besonders. Genau. So, ihr seht, das gibt Knete am laufenden Band, wenn sie drin sterben. Das ist einfach absolut geil. Das müsste eigentlich reichen, dass ich... ich gucke lieber doch nochmal. So. Ich werde mir jetzt mal meine Barrikaden angucken. Hoffen, dass da nichts kaputt gegangen ist. Was ich jetzt mal machen werde, eine, zwei Fallwände hinsetzen. Da sieht es ganz gut aus. Ich laufe mal auf die andere Seite. Guck mal, es dauert am längsten, bis ich da bin. Und deshalb werde ich wohl... Oh ja. Gleich hier hinter nochmal was setzen. Ja, da denkt ihr, könntet mich nutzen. Ich lebe auch für Ork-Massaker. Und wieder ab in unsere Main- oder Home-Base. Und eine neue Münzpresse werde ich hier gleich mal setzen. So. Ihr hört ihn hier labern, was er auch immer sagt. Das wird wohl stimmen. Ich habe auch gleich wieder genug Knete, dann werde ich hier nochmal einen dritten Schwengel hinsetzen. So, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind hier schon in der fünften Wave. Und bis jetzt habe ich noch keine Probleme. Denn ihr seht, es macht hier Kabums und die Schwänge natzen sie weg. Oder auch jetzt gerade mal so nicht, wo ich das sage. Aber ich habe immer noch meine Pumpgun. Die macht auch einen guten Dienst. So, und der letzte. Jetzt werde ich hier mal gleich erstmal den dritten Schwengel hinsetzen. Und mir nochmal meine Barrikaden angucken. Ja, da sieht es ganz gut aus. Ich werde trotzdem zwei dahinter setzen. Ei, ei. Ich muss erstmal gucken. Ich muss gucken. Sieht noch alles ganz gut aus. Und wieder zurück zu unserem Münzpressen. Was ich noch jetzt machen werde, hier vorne nochmal schön... da hat nicht nur Knete, aber ich werde da gleich mal alles nochmal mit Flammenwerfer oder Bodenflammen, wie sie heißen, zukleistern. Das war mal ein schöner Kill von dem Schrengel hier. Oh. Geht down. So, jetzt habe ich auch mal eine schöne Möglichkeit, zack, das Eisamulett zu zeigen. Zusammen mit dem Schwengel. Einfach absolut geil. Der Troll kann nichts machen, wird nur noch weggenatzt und hat Knete fallen lassen. Nice. So. Und ab in die nächste Wave. Sehr schön wegen dem Abschnitt hier. Sind auch meine Barrikaden wieder heiler. Ich werde trotzdem mal was dazu setzen. Denn da kommen sie nämlich schon wieder und versuchen, meine Barrikaden zu zerstören. Da habe ich absolut keine Lust drauf. Oh. Und den letzten Schwengel werde ich hier auch gleich nochmal mit zusetzen. Ja, genau. Ist klar. Wir müssen Elementary. Sieht doch ganz gut aus, was ich aber machen werde. Zack, zack, zack. Denn nichts geht über Fallwände. Außer Fallwände. Also ich habe hier absolut keinen Zweifel, dass das ein perfekter One werden kann. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nicht zu viel Scheiße und dann fail ich hier gleich ganz übel. Sind sie oben? Nein, sind sie nicht. Sehr schön. Aber ihr braucht so ein bisschen zu lange. Und ich will ja einen perfekten Run machen. Dazu gehört auch, dass ich das Game in einer bestimmten Zeit absolviere. Also werde ich euch mal hier vorne auch gleich wegsnacken. Gut. Und ab in die 8. Wave. Ja, genau das habe ich auch befürchtet. So. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Was ich jetzt auch gleich noch mache, ich... jetzt hier vorne einfach mal ein bisschen wegsnacken. Einfach um... ja, um sie zu töten. Gibt eigentlich keinen Grund. Braucht man einen Grund, um Orks zu töten? Ich glaube nicht.
Aber ihr seht, es werden einen ganzen Haufen Gegner hier sind auf der Map. Die müssen down gehen. Komm, dreckiger Archer, geh down. Und du bist auch down. Ja, schön. Und Pfeilwände. Ja, das gibt doch geile Kombos. So, ich werde jetzt auch gleich hier vorne noch ein paar Bodenflammen hinsetzen, denn ich habe Angst, desto weiter wir kommen, desto mehr Gegner kommen auch, dass das hier hinten nicht mehr ganz reichen könnte. Aber Angst habe ich trotzdem noch nicht. Ja, genau. Zeit, was totzuschlagen. Zack. Und du bist beflammt worden. Das gibt ja schon mal gut Knete hier. Das heißt, es sterben wohl auch ein paar. Und Kombos, geil. Knete, noch geiler. Und ein dicker Gnoll. Keine Chance, keine Chance, kein Erbarmen in die Fresse mit euch. Ei, ei, ei. Ich hasse die Gnolle, wenn sie mich kriegen. Dieses Gift ist einfach richtig ätzend. Und Knete. Ja, aber ich glaube nicht, dass ihr da durchkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn die Schwengel, die sind wirklich... Die machen ja einfach eine absolut geile Arbeit. Wenn die da hinkommen, sie gehen nur noch down. Sie kriegen eine... Das war's. Ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber was gibt's dazu noch zu sagen? Sie sterben. So, und hier vorne werde ich auch Bodenflamme hinsetzen. Zack, zack. Ah, mehr geht nicht. Und der letzte. Und wir sind schon in der 10. Wave. Leute, das Ding ist hier gleich gegessen. Ein paar da, ein paar da. Ja, und ich habe immer noch Knete. Und die werde ich da einsetzen. Wie sieht das hier hinten mit den Barrikaden aus? Alles kein Problem. Ja, die Pioniere haben auch keine Chance, jetzt wo die ganzen Bodenflammen da sind. Oh, ich habe was gehört. Irgendwo müsste jetzt hier ein Skull sein. Oh, 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 oh. Ich gehe mal wieder lieber zurück hier, wenn wir hier Ratten haben. Das sind so die einzigen, die hier wirklich noch durchkommen können. Das wird klasse. Denn wenn sie Glück haben, laufen sie wirklich auch noch durch die Schwengel durch. Habe ich absolut keinen Bock drauf. Gerade nicht jetzt in der 10. Rave noch zu verkacken. Geld habe ich nämlich jetzt auch genug, deshalb ist mir es auch egal, ob sie... Auf. Sie sind oben. Was ist los? Deshalb ist mir eigentlich auch egal, ob sie jetzt auf dem Münzpresse drauf sind oder nicht. Sie sind wirklich oben. Wie kommt er da hin? Ist er da irgendwie rübergeflogen oder? Ich weiß es nicht. Also normal sieht es nicht so aus, als würden sie durchkommen. Aber er scheint es irgendwie geschafft zu haben. So. Ich mache ja eigentlich alles nur mit den Flammern. Das sieht doch ganz gut aus. So, das sind jetzt auch die letzten in der 10. Rave. Geht down und bam. Und da läuft noch einer. 11. Wave. Sehr schön. Noch 3000 Bucks. Die werde ich noch ein bisschen in Bodenflammern anlegen. Und zwar hier hinten, weil es hier hinten einfach am längsten dauert, dass die Gegner hier hinkommen. Einfach mal planlos hin. Und einmal eine Fallwand. Ja, was sehen wir denn da? Die Ogre schon fast down. Die Orks fast down. Ab in die Main Base. Da gibt es ein bisschen Eis. Und du gehst down. Combo geil. Jo. Ach, und da ist auch den Schädel, den wir gehört haben. Geil. Ein extra Schädel.
Und ich habe hier auch absolut keine Bedenken, dass sie durchkommen könnten oder nicht. Die Schwänge sind einfach zu heftig stark. Und da knallt es schon wieder. Da kommt ein Troll, den werde ich mal einfrieren. Und richtig fette Kombos. Ja, so will ich das doch sehen. Es ist schon wieder einer noch rum. Fliegt der irgendwie durch irgendeine Falle hoch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehört er da nicht hin. So. Das sind jetzt auch wieder die letzten der 11. Wave. Auf jeden Fall muss ich sagen, es geht recht schnell. Wirklich. Ein paar Pfeilwände noch. Hier noch ein Pfeilwand. Da noch eine Pfeilwand. Ich habe noch ein bisschen Knete, also dort noch ein Flammer, da ein Flammer, da ein und dort ein Flammer. Ja, was wollt ihr machen, Kackpioniere? Ja, dran vorbeilaufen an den Bodenflammern. Bringt euch aber auch nicht viel. Sieht aber gut aus, dass sie da nicht durchkommen. Ja, 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 das geht. Da ist es ein dreckiges Elementary. Aber auch das werde ich jetzt down machen. Oder meine Schwänge, wenn sie hinkommen würden. Ne, ich mache einen down. So, Archer. Ich muss sagen, es kommen kaum noch Gegner hier in die Main Base. Normalerweise will man das ja, aber ich habe Bock auf Action. Ihr habt's gesehen, ich freeze ihn und die scheiß Bodenflammer tauen ihn einfach wieder auf. Oh, oh, oh. Kein Problem. Jetzt gibt's Eis. Das sind wohl die letzten, ja. Sieht so aus, als würden keine neuen nachspawnen. Den dicken Ogre hier werde ich mal persönlich machen. Und da sind die letzten beiden. Wir tanzen, Leute. Jetzt gucken wir mal, ob das ein perfekter One war. Ich hoffe und ich glaube es auch. Geil, ein perfekter Run. Und Bogenschützen, endlich. Endlich können wir Bogenschützen einsetzen. Die werde ich auch wahrscheinlich gleich in den nächsten Video mit mal vorstellen. Zeigen, was sie drauf haben. Nette Dinge, muss ich sagen. Alles klar, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.